Der Vortrag SEO Insights von Web3 hat im Rahmen vom SEO Day in Köln so viel Anklang gefunden, dass ich mich dazu entschieden habe, diesen Vortrag auch nochmal für YouTube extra aufzunehmen und mit weiteren Informationen anzureichern. Er soll zeigen, welche Herausforderungen man mit Online-Marketing im Metaverse und im dezentralen Internet in der Zukunft bekommen wird und wie man richtig handelt, um dem entgegenzuwirken. Für YouTube werde ich diese Reihe in drei Teile aufteilen. In diesem ersten Teil werde ich einmal darauf eingehen, was ist denn das Metaverse eigentlich? Viele sind vermutlich erstmalig mit dem Begriff Metaverse in Verbindung gebracht worden, als sie die Umbenennung von Facebook zu Meta mitbekommen haben. Jedoch ist das Metaverse ein Begriff, der schon viel länger existiert und viel umfassender ist als das, was man wahrnimmt, wenn man sich die Präsentation von Facebook bzw. jetzt Meta durch Mark Zuckerberg anschaut. Zunächst einmal würde es mich freuen, von dir zu erfahren, glaubst du denn überhaupt an den Erfolg vom Metaverse? Schreib das mal gerne unten in die Kommentare zu Beginn und gerne auch noch einen Kommentar zum Ende der dreiteiligen Videoreihe, ob sich deine Meinung geändert hat oder vielleicht sogar verstärkt hat. An dieser Stelle kann ich sagen, dass während des Vortrags nur zwei Leute die Hand gehoben haben und gesagt haben, dass sie an einen Erfolg des Metaverse glauben. Viele wollten sich den Vortrag anhören, um zu schauen, wie verloren das Metaverse eigentlich ist und in ihrer Meinung bestätigt zu werden. Kleiner Spoiler vorab: Viele haben mir im Nachgang geschrieben, dass sich ihre Sicht auf das Metaverse gänzlich geändert hat. Nun aber zum eigentlichen Thema dieses Videos. Was ist das Metaverse? Bei dieser Frage bekommen irgendwie alle dieses Bild in den Kopf, wo Mark Zuckerberg in seiner Präsentation zeigt, wie er einem Avatar, der ihm ähnlich sieht, gegenübersteht. Eine virtuelle Welt, in der man sich bewegen kann, in der man interagieren kann und in der man irgendwelche Dinge machen kann, die eben noch nicht definiert sind. An sich beschreibt dies, das Abstrakte, auch schon das Metaverse relativ gut. Aber es wird ein klarer, was das Metaverse eigentlich ist, wenn man sich unterschiedliche Definitionen anschaut und diese Informationen miteinander verknüpft. So erfährt man auf Wikipedia zu dem Begriff Metaversum, dass es sich um einen digitalen Raum handelt, der durch das Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht. Diese Information unterscheidet sich schon von dem, was Mark Zuckerberg präsentiert hat. Es handelt sich also um ein Zusammenwirken von der virtuellen und von der physischen Realität. Das heißt, das rein Digitale, das Analoge verknüpft mit Virtual Reality oder mit Augmented Reality oder eben etwas komplett anderes, das es so als Definition heute auch noch gar nicht gibt. In Verbindung von Metaverse spricht man auch sehr häufig von dem Web 3 oder früher Web 3.0. Was ist das denn eigentlich? Handelt es sich überhaupt um eine Applikation oder um eine Anwendung, die das Web 3 benötigt? Aufgrund der unterschiedlichsten Definitionen, wie sich das Web entwickelt hat, von Web 1, wo man Informationen konsumiert hat, Web 2, das sehr geprägt war durch soziale Netzwerke, das heißt, man konnte als Nutzer aktiv in den Inhalt des Internets eingreifen, ist Web 3 die nächste Schwelle der Interaktion. Für viele ist diese Interaktion eben, dass man nicht mehr zentral mit dem Internet kommuniziert, sondern man unterschiedlichste dezentrale Gateways oder ähnliches hat. Und abhängig von der Definition ergänzt sich dieses dezentrale Internet mit einer Blockchain-Faktor oder mit dem semantischen Web. Ähnlich wie bei Web 1 oder Web 2 wird erst die Zukunft zeigen, welche Definition denn die wird, worauf sich die Wissenschaft einigen wird. Der Konsens für die gemeinsame Definition wird also erst im Nachhinein herausgefunden. Vielleicht wird das Web 3 sogar noch viel größer, denn ab Web 4 spricht man eigentlich von einem Netz, das in einer Augmented Reality oder in einer Virtual Reality stattfindet. Wie wir aber eben bei der Definition des Metaversums schon gelernt haben, ist das Metaversum oder das Metaverse eine Kombination eben aus physischen und digitalen Elementen. Aber was versteht man denn eigentlich unter einem zentralen und unter einem dezentralen Netz? Ein zentrales Netz ist das, wie wir das Internet typisch kennen. Wir haben einen Zugangspunkt und dieser Zugangspunkt ist zentral. Er kann natürlich verteilt auf unterschiedlichen Kontinenten, unterschiedlichen Rechenzentren oder ähnlichen liegen, aber man hat einen Zugangspunkt und hat damit Zugriff auf sämtliche weiteren Informationen.
Das dezentrale Netz ist eine Erweiterung von dem zentralen Netz. Man kann sich das dezentrale Netz als viele gebündelte zentrale Netze vorstellen, wo man einfach unterschiedlichste Gateways, unterschiedliche Provider hat, durch die man erst reingehen muss, bevor man an die Informationen, die sich in diesem Netzwerk befinden, herankommt. Auch heute sehen wir schon solche Strukturen, nicht nur bei Blockchain, sondern beispielsweise an sozialen Netzwerken, bei denen man eingeloggt sein muss, um an die Informationen zu kommen, die dort innerhalb dieses sozialen Netzwerks befinden. Nun stellt sich bei diesem dezentralen Netz natürlich die Frage, wo ist denn jetzt das Metaverse? Wo innerhalb dieses Systems kann man das Metaverse finden oder ansiedeln? Den ersten Hinweis darauf habe ich bereits gegeben. Denn die Definition des Metaversums beschreibt weiter, dieses Konzept wird häufig mit einem starken Fokus auf virtuelle Sozialität beschrieben. Es handelt sich also um eine Erweiterung von den heute bekannten sozialen Netzwerken. Und welche sozialen Netzwerke haben wir denn heutzutage? Wir haben natürlich Facebook, wir haben Twitter bzw. Mastodon, wir haben YouTube, LinkedIn, aber natürlich auch Netzwerke wie TikTok oder wie Instagram. Jeder kennt diese Netzwerke und vermutlich wird jeder in irgendeinem dieser Netzwerke oder in mehreren aktiv sein und dort Netzwerke zu unterschiedlichen Interessengruppen gebildet haben und sich mit diesen austauschen und kommunizieren. Aber die Frage, die sich stellt, sind es denn überhaupt alle Netzwerke? Denn wir erfahren auch bei der Definition des Metaversum, dass sich diese Netzwerke in Form persistierter, gemeinsam genutzter virtueller 3D-Räume zu einem virtuellen Universum verbinden können. Und wenn wir speziell auf die letzten 2 Jahre Corona zurückblicken, dann finden wir genau diese Räume schon an unterschiedlichsten Orten im Rahmen von Communities. Dort haben wir zum Beispiel Microsoft Teams, wir haben aber auch Gitter, Discord, Slack und MetaMask zur Kommunikation, Twitch, wobei man dort eher broadcastet als gemeinsam kommuniziert, aber natürlich hat man auch dieses Zugehörigkeitsgefühl über die Chat-Funktionalitäten. Man hat WhatsApp, aber man hat auch Spiele wie Minecraft oder Roblox. Wenn wir uns also die Definition einmal vom Metaversum genau anschauen, dann existieren diese Metaversen schon. Nicht so, wie sie Mark Zuckerberg präsentiert hat, aber zumindest in ähnlichen Ansätzen oder in Ausschnitten davon. Man versteht nun auch, warum Facebook diesen Schritt zu Meta gemacht hat. Es ist kein gänzlich neues Konzept von Facebook, es ist keine neue Zielgruppe von Facebook, sondern es ist die logische Erweiterung der Kommunikation innerhalb von sozialen Peer Groups. Und dass genau solche Systeme schon existieren, zeige ich euch im zweiten Teil, denn dort schauen wir uns einmal das Metaverse Roblox an. Vermutlich wirst du Roblox nicht kennen und genau deswegen wird dieses Video sehr interessant für dich sein, die so viele Nutzer hat und das, obwohl du noch nie was davon gehört hast. Falls du doch schon mal etwas von Roblox gehört hast, schreib es doch gerne in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, wenn ihr erfahren wollt, wann der zweite und der dritte Teil veröffentlicht.